Wie kommt ihr nur immer drauf, dass ich Let's Bastel hassen würde? Ich hasse den überhaupt nicht. Es gibt Dinge, für die der Trupp steht, die mir einfach nur vollkommen egal sind. Es gibt Dinge, für die er steht, die ich anders sehe. Ganz im Gegenteil. Ich finde ihn als Geschäftsmann, als Entertainer, finde ich den Typen total super. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich wisst, ich baue jetzt da mein Werkstatt aus, habe ich doch Abstimmung gemacht und habe gesagt, ESB, weil ich es halt einfach da habe. Ich kaufe mir sogar die Pläne oder habe mir die Pläne von ihm gekauft für die Werkstattmöbel. Hat mir auch einer Zuschauer geschrieben, das war vielleicht eine interessante Lösung für mich und das habe ich getan. Also ganz im Gegenteil, der hat mir den Arsch gerettet, wie mein Kanal gehackt wurde. Ich hasse den Let's Bastel überhaupt nicht. Weiß nicht, wie es auf dich kommt. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Format. Es ist wieder einmal Zeit, ein paar private Fragen zu beantworten in einem 10 Fragen Uncut Video. Insgesamt seit fast 35 Jahren. Ich habe Elektroinstallateur gelernt. Ich habe mit 14 Jahren als Lerner angefangen. Mache das seit 1987, um genau zu sein, seit 1987. Und ich mache das durchgehend drei Monate. Drei Monate habe ich mal unterbrochen und habe in einem Elektro-Großhandel gearbeitet. Aber ansonsten arbeite ich seit 35 Jahren oder fast 35 Jahren in diesem Beruf und nein, ich habe das noch nie bereut. Krautwickerl. Auf die Idee, mit Holz Hilfsmittel zu bauen, Chick, jetzt heute sagt man Chick, Hilfsmittel zu bauen, die mir die Arbeit leichter machen, das ist natürlich nicht als YouTuber in der Werkstatt entstanden, sondern das ist schon sehr früh bei mir in der Arbeit, bei meinem früheren Arbeitgeber entstanden. Nicht nur aus Holz, sondern auch aus anderen Dingen. Aber zum Beispiel ein großes Thema war der Verteilungsbau. Da haben wir nichts Vernünftiges gehabt, wenn wir in der Werkstatt was gebaut haben. Dann habe ich halt so eine Stellage, mehr oder weniger wie eine Staffelei, umgebaut oder dran gebaut, dass man da die Unterverteiler oder Verteilungen reinstellen hat können und super sauber verdrahten. Das ist immer wieder, es hat, wenn man Schluganker im Beton setzen müssen haben, und das war hart schwierig, hat es damals für Hiltis und so weiter noch gar keine spezielle Aufnahme nicht gegeben. Da haben wir einen abgebrochenen Meißel, ein Loch einbohrt und den da drauf gehalten und zack, und dann haben wir es in Tee droschen. Also die Idee, Hilfsmittel selber zu bauen, die habe ich schon, keine Ahnung, seit ich 20 Jahre alt bin. Ja, ich habe tatsächlich, in dem Betrieb, in dem ich gelernt habe, also in meinem Ausbildungsbetrieb, weitergearbeitet. Und dann kommt es ja zwangsläufig, bei uns gibt es ein Sprichwort, da wo der Pfennig geschlungen wird, ist er nichts wert. Und genau das war das, glaube ich, das Problem ein wenig. Ich habe mich zu dieser Zeit zu etwas besseren Berufen gefühlt. Ob das jetzt nur an mir gelegen hat oder ob das die ganze Situation einfach war, auf alle Fälle, ich war halt einfach unzufrieden. Ich war auch unzufrieden mit meinem damaligen Chef, nichts hat irgendwie richtig gepasst, er hat auch irgendwie die Verantwortung nicht richtig abgegeben. Einerseits wollte man zielstrebig nach vorne, andererseits habe ich aber immer wieder Rückfragen machen müssen, weil ich nicht für mein Empfinden zu wenig Verantwortung übertragen bekommen habe. Ich habe dann knaller Fall, meiner hat es dann einen kurzen Streik gegeben und dann habe ich gesagt, alles klar, da machst du ohne mich weiter. Heute auf morgen aufgehört, keine neue Arbeit nicht gehabt, allerdings war das eine Zeit, wo man sehr leicht neue Arbeit gefunden hat. Ich habe dann am nächsten Tag in einem Elektro-Großhandel angerufen, da habe ich den Chef kennt, habe gesagt, so und so schaut es aus. Ich glaube, war eine Woche später oder was, habe ich schon angefangen. Da war ich insgesamt 3 Monate, durchlaufen habe ich so gut wie jede Abteilung, also ich habe angefangen im Lager zu kommissionieren, war dann am Thekenverkauf, war dann in der Angebotsbearbeitung, bin dann sogar als Außendienstler rausgefahren. Das, was mir aber das Knack gebrochen hat an dem, lustige Anekdote, das, warum ich das nicht mehr gemacht habe, das ist, du musst, wenn du da drin stehst, musst du immer freundlich sein und du musst da alles irgendwie gefallen lassen. Da ist ein Kunde gekommen, der hat dann, ich war im Thekenverkauf, dann ist er dahergekommen und hat gesagt, er braucht einen Dreifachverteiler, einen BK, Breitbandkabelanschluss, Dreifachverteiler.
Ich ins Lager gerannt, einen Dreifachverteiler geholt, hingelegt. Sagt er, ob ich bin? Das ist ein Vierfachverteiler. Sag, hä? Das sagst du doch. Ein Eingang, drei Ausgänge. Dreifachverteiler. Ja, ich habe felsenfest behauptet, wenn so ein Bauteil vier Anschlüsse hat, vier Zipfeln, also ein Eingang und drei Ausgänge, vier Anschlussmöglichkeiten, ist der Vierfachverteiler. Ich habe ihm dann dagegen geschmerzt, der hat dann schreien angefangen, dann ist der Chef rausgekommen, hinterher, die haben das dann selber abgewickelt, irgendwann dann auch nicht zum Chef müssen, dann hat der mir gesagt, Helmut, du hast recht, aber wenn sich der dieses so einbaut, ja, dann hat halt der recht. Und da habe ich gedacht, nein, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Einer hat mich gefragt, was trägst du als PSA-Unterwäsche? Wahrscheinlich auf dieses Video auf. Tja, um ehrlich zu sein, Unterwäsche, PSA-Unterwäsche brauche ich nicht, haben wir bei uns eigentlich nicht. Aber zum Thema PSA an sich, ich als Arbeitgeber gebe ja natürlich meine Angestellten die PSA, die halt erforderlich ist. Ich selber, wenn ich halt irgendwo in meiner Firma draußen bin, versuche mich da schon auch ganz stark dran zu halten. Aber genau wie jeder Angestellte und jeder von euch, der da zuschaut, der dem sowas betrifft, vergieße ich manchmal was oder bin einfach schlichtweg zu faul, dass ich dann nochmal ins Auto rausreise und hol mir irgendetwas. Immer alles am Mann haben tut man nicht. Schutzbrenn, Gehörschutz, Handschuhe. Gut, Sicherheitsschuhe, die haben wir schon. Heim, ich versuche es. Ich weiß, dass ich auf YouTube das so gut wie gar nicht tue und da ein schlechtes Vorbild bin. Da gebe ich mir aber in Zukunft auch mehr Mühe. Gut, danke. Arbeitswoche, Stunden, ja, das ist so eine Sache. Ich habe Wochen. Ich könnte es das nicht vergleichen. Ich könnte sowas nicht vergleichen. Ich habe eine eigene Firma und habe da Angestellte, habe auch in leitende Positionen Angestellte. Das ist jetzt nicht so, dass ich 60, 70 Stunden in dieser Firma draußen auf der Baustelle noch tätig sein muss. Freilich bin ich 40, 50 Stunden trotzdem für diese Firma da, für die Leute als Ansprechpartner, für ja, interne Geschichten mehr oder weniger, ausgefahren tue ich auch noch, aber nicht mehr so viel. Lehrlingsausbildung ist halt mein großes Steckenpferd. Und das, was mit YouTube ist, da habe ich wahnsinnig viele Stunden, aber viel geht da einher. Ich tue ganz oft meine YouTube-Themen mit der Lehrlingsausbildung verbinden, aber wenn ich es jetzt komplett umlege und sage, ja, 60, 70 Stunden, vielleicht sogar 80 Stunden in der Woche ist normal, dann lüge ich euch nicht an. Aber ich kann mich darüber nicht beklagen, weil das einfach eine wundervolle Arbeit. Ich tue das einfach narrisch gern, ich mag das, ich liebe das. Ich ziehe steinweise meine Familie auch damit her. Die hat mir mal angeholfen zum Beispiel, ich sehe das gar nicht irgendwie unbedingt als großartige Arbeit, das ist dann eine Freizeitgestaltung, da waren wir dann 4 Stunden oder was mit den Kindern, mit meiner Frau, das war ja schön, hinterher haben wir uns eine saubere Brotzeit gegönnt, das war schön, also da kann ich nicht hinterher sagen oder jammern, das ist so viel Arbeit. Ja, wenn man halt etwas gern macht, dann sieht man das gar nicht als Arbeit. Das leidige Thema wieder, was ich mit YouTube verdiene. Erstens einmal, ich verlinke unten in der Videobeschreibung ein Video. Da habe ich das erste 10 Fragen Uncut Video, da ist genau um das gegangen. Heißen tut der Titel, ich wurde angezeigt schon wieder. Da erkläre ich ein bisschen so die Thematik mit dem Verdiener. Auf was ich heute eingehe, zum Beispiel, ich kann jetzt sagen, nach einem Jahr, wenn ich ein Jahr rückwirkend analysiere, das Video, mit dem wo ich am meisten Geld verdient habe. Ich glaube, das ist jetzt ein gutes halbes Jahr alt, ein halbes Jahr her. Einen Zeitraum habe ich gewählt von 12 Monaten. Das ist dieses Video. Da habe ich glaube, 8.600 irgendwas Dollar hat YouTube mir für dieses Video bis jetzt überwiesen. Das sind gute 7.300 Euro. Hat YouTube mir für dieses Video bis jetzt überwiesen. Den ersten Monat hat es am meisten Aufrufe gehabt und dann, die werden ja nach wie vor aufgerufen, für dieses Video zum Beispiel,
kriege ich ca. 300 Euro pro Monat. Seitdem jetzt. Irgendwie dazu. Die ersten paar Monate sind natürlich viel höher, dann flacht es ein wenig ab. Und das Video ist jetzt eins von denen, die sich ganz lang so halten. Ich glaube, ich habe insgesamt 5 Videos, die knapp an der 1 Million Aufrufegrenze haben. 2 oder 3 haben knapp über 1 Million, 2 oder 3 haben knapp unter 1 Million. So summiert sich das halt einfach auf. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich und ganz offen ehrlich zugeben, dieses Jahr habe ich das Sommerloch extrem gemerkt. Sommerloch, vielleicht auch den Hack, da wo ich dann irgendwie sehr stark im Google abgefallen bin, aber langsam geht es wieder bergauf. Ja, einen Arbeitsunfall habe ich auch gehabt, und zwar einen recht gravierenden, aber nicht mehr seit ich selbstständig bin. Ich war damals so 20, 21, da haben wir in meinem Ausbildungsbetrieb, ich war dort schon ein paar Jahre gesehen, und wir haben ein Gebäude saniert. Ich bin herunten auf einer Außenmauer vor einer Wand gekniet, habe die Dosen eingegipst, habe mich dann umgedreht und bin dann irgendwie zurückgegangen, und oben ist Wand da, stellenweise waren das nur so Fellböden, Bretterböden, stellenweise sind da Löcher drin gewesen, weil da Abflussrohre früher mal durchgegangen sind, und da oben drauf war ein anderer Handwerker, ein anderes Gewerk, und der hat nichts Besseres nicht zu tun gehabt, wie auf so einen Hammer, Feißlein, so ein, weiß ich nicht, 500-800 Gramm Feißlein, mit dem Fuß einen Renner zu geben, und der ist durch ein Loch runter und der ist mir da vorne draufgefallen. Ich habe da momentan einen dumpfen Schlag gemerkt, habe irgendwie gar nicht wirklich was gespannt, war nicht so tragisch. Und auf einmal habe ich halt das Gefühl gehabt, wie mir irgendwas über die Stirn runterläuft. Wenn man stark schwitzt oder was und klang dann hinter, was ist denn los? Und weil, um Gottes Willen, war ich blutüberströmt, habe ich halt da so einen, ich weiß nicht, 3-4 Zentimeter, so einen Cut einfach gehabt, so eine Platzwunden, und das hat dann blüht wie Schwein. Ich habe dann jede Menge Tücher draufgehalten, habe dann meine Firma angerufen, da ist dann meine Chefin gekommen, und meine Chefin hat mich zum Arzt gefahren, dann bin ich genäht worden, und dann war ich 2 Tage zu Hause, und dann bin ich wieder in die Arbeit gegangen. Hätte vielleicht sogar noch dümmer ausgehen können, aber ist nicht so tragisch. Das waren die 10 Fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, und lasst euch nicht verarschen. Für dich, servus.